Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, meine lieben Freunde, heute Abend 20 Uhr Livestream auf Twitch. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, meine lieben Freunde. Gönnt euch ein Monster, gönnt euch eine Pizza oder euer Erfrischungsgetränk der Wahl. Setzt euch an den PC und seid mit uns zusammen im Livestream mit dabei. Immer wieder lustig, immer wieder eine wunderschöne Herausforderung. Und ja, wir sind jetzt hier beim Stadtdingen. Wir haben die ganze Nacht über geplant mit der Hochzeit. Der Herr Bayer ist im Koma eingefallen. Einfach eine Weichflöte, konnte nicht die ganze Nacht durchhalten. Aber der Herr Friedrichsen backt uns jetzt gleich noch schöne, wunderschöne Waffeln und dann gehen wir los an die Arbeit. Jo, aber vorher unser Brainstorming. Herr Friedrichsen, jo, sind Sie fit? Wie man halt fit ist nach einer Durchzechten noch, ne? Ja. Ich habe voll die geniale Idee. Passen Sie auf, Herr Friedrichsen. Jetzt kommt's. Sie haben doch Kontakte mit dem Adler zu Deutz, oder? Ja, sicher. Und Sie sind doch jetzt in der Erntephase gerade, oder? Ja. Was halten Sie denn davon, wenn Sie ein Feld oder einen Teil von dem Feld jetzt nicht neu ansehen, wir da im Hintergrund eine Reihe Deutz Warrior aufstellen und Sie zusammen mit der Liv durch die Menge dann quasi vorlaufen zum Pastor auf Pferden und so heiraten? Das ist so wunderschön. Das dachte ich mir. Das machen wir. Das machen wir? Das machen wir. Gut, dann schreibe ich mir das so auf. Können Sie das klären mit mir, Adler, mit die Deutz, oder soll ich das machen? Am besten, Sie würden das eh machen. Gut. Ja. Haben Sie da eine bestimmte Vorstellung, welcher Deutz soll es sein? Der Neuner. Neuner. Oder was halten Sie davon, so eine Reihe von klein nach groß? Wäre auch geil. Okay, Neuner oder klein nach groß? Okay, mein Pferde hat er die Liv sowieso. Genau. Von wem würden Sie denn lieber getraut werden? Von mir oder vom Herrn Faul? Das ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Soll irgendwas Spezielles in Ihrer Traurede vorkommen? Also ich würde ganz gern, dass wir da explizit auf mein großes Gemächt eingehen. Auf Ihr großes Gemächt, okay. Ja. Nein, Quatsch, Herr Friedrichsen. War ein kleiner Witz, ne? War ein kleiner Witz. Nein, es soll eigentlich nichts Großartiges dabei sein. Einfach nur, ja, reicht so das Standardding, so ein bisschen. Ja, vielleicht könnte man den Leuchtturm vielleicht noch mit einbauen oder so. Das Na, wollen Sie und die Frau Hansen vielleicht ein Gelübde vorbereiten, wo Sie sich dann gegenseitig vortragen? Was Sie quasi an Ihrem Partner lieben und weswegen Sie sich heiraten möchten? Ja, können wir machen. Schreibe ich mal auf, Gelübde. Das wird eine legendäre Hochzeit, der Friesi. Das sage ich dir. Koks und Nutten umsonst. Koks und Nutten umsonst. Oh, gut. Gott sei Dank ist er bei eingeschlafen. Ey. Nee, ansonsten brauchen wir noch irgendwas. Ich meine, Speis und Trank, das haben wir in Zivas organisieren, oder? Ja, sicher. Drei Bier für alle. Auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Gäste, die nicht eingeladen sind, oder laden Sie die ganze Stadt ein? Nee, sind alle eingeladen. Alle eingeladen, jawohl. Dann wird es ein Riesenfest, sag ich Ihnen. Sag ich dir auch, du. Gut. Da haben wir doch schon einen Plan. Da hat sich ja die Nacht wenigstens rentiert. Das sag ich dir. Lass mal den Ball jetzt da so schlafen liegen, oder was machen wir mit dem? Ja, ich glaube, der Herr Manus will jetzt dann kommen als Praktikant für die Polizei. Hol mal ein Edding. Boah, nee, ja, Moment, ich habe einen. Moment. Hier, ich habe hier mal einen versteckt, bitteschön. Ja. Oh, hoffentlich läuft der kein Spiegel vorbei. Harry Potter Narbe? Jawohl. Hier so ein Drehschnauzer. Und die Nase machen wir noch schwarz. Warte, Ziegenbart. Oh, Ziegenbart, ja. Ja, richtig gut. So. Das reicht. Sehr gut. Hier, ihr Edding. Dankeschön. Gott sei Dank haben wir nicht viele Spiegel in der Gemeinde, ey. Gott sei Dank. Ach so, weil Sie gerade hier sind, Herr Friese, da fällt mir was rein. Ja, was denn? Ich kriege Geld von Ihnen. Sie kriegen Geld von mir. Ach so, Steuererklärung, ne? Da glaube ich, kriegen Sie was von mir, Moment. Mal eben gucken.
Muss ich mal gucken, wo habe ich sie denn? Herr Bayer, was machen Sie da? Mir ging es eigentlich um die Hackschnitzel. Burpees. Was? Burpees. Sie kriegen was von mir, 18.800. Ja, her damit. Und dann krieg ich was von Ihnen, weil wir haben nochmal Hackschnitzel hochgefahren zu Ihrer Produktion. Ja. 1 Million, bitte. Herr Bayer, Ja. Sie sehen Schick schaust du heute wunderschön aus. aus. Ja. Alles gut. Alles gut. Dafür, dass du vorhin eingeschlafen bist, während wir hier diskutiert haben, schaust du jetzt gut aus. Nicht so wie ich Dachte morgen eigentlich, hier. ich dachte, ich hatte telefoniert, aber okay. Nee, Dann bin ich doch du eingeschlafen. eingeschlafen. Hallo, Herr Ringele. Was Moment, wo war denn? das? Herr Ringele, habe ich 42.000 was im kriege ich. Gesicht? Herr Bayer, wir sind. Herr Bayer, haben Sie Kinder? Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, ich stehe mit 2 Kindern im Raum. Also. Moment mal. Okay, hallo. Hallo. Servus. 42.000 Fritzel. Überweis es bitte noch, bevor du wegrennst. Ja, einen Moment. Hopp. Überwiesen. Danke. Was? Und jetzt renn Nein, weg. Schnell. der steht schon da. Herr Bayer. Crazy. Es tut mir leid. Das kommt doch safe wieder von dir, oder? Nee. Herr Bayer. Jetzt habe ich wohl einmal Elektroschock frei, oder? Na, kommen Sie. Das ist immer so. Wer auf einer Laden oder in Gemeinschaft irgendwo zuerst einpennt, wird angemalt. Ihr Schweine. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wer bei einer Männerparty einpennt, wird angemalt. Echt so. Nur weil ich so viel arbeiten muss wegen Ihnen. Leute, ich Tschüssi, auf verabschiede Wiedersehen. mich. Hab euch lieb. Tschüss. Los, Tschüssi. weg, komm. Leichte. Was ist das denn hier? Falsch, halt, raus da. Entschuldigung. Nicht ihre. Ja. Ja. Herr Bayer? Sollte nicht Ja. der Miguel um halb hier sein? Ja, normal. Eigentlich um 5:30 Uhr, aber gut. Jetzt haben wir selbst noch geschlafen, ne? Ruf ihn mal an. Tschüss! Tschüss. Herr Bayer? Ja. Ich hab Sie lieb. Sie sind der absolute Held in meiner Welt. Jetzt machen Sie mal einen Abgang hier. Bayer vor Präsident! Danke. So. Ja, mal gucken, was ich machen muss. Ach stimmt, die Nacht ist wieder rum. Das heißt, wir müssen ein bisschen die Tiere wahrscheinlich machen. Wo sind denn die ganzen Traktoren hier drin, ey? 500 Traktoren haben wir und keiner ist da. Buh. Ja, dann nehmen wir den. Ach, fuck, ich muss noch was sagen. Doch wieder. Herr Friedrichsen? Herr Friesi, jetzt sind Sie ja doch wieder da. Ja, mir ist gerade was aufgefallen. Ich möchte echt nicht drängen und ich weiß auch, dass es wirklich nicht an Ihnen liegt, aber Ihr Auto steht immer noch bei mir in der Halle und nimmt eigentlich einen kostbaren Stellplatz für meinen Steyr weg. Ich kläre es sofort ab. Das Also, kann ja wohl nicht wahr ich sein. weiß, dass Sie dafür nichts können, aber. Ja, ich kläre das. Das geht mir langsam selber auf den Sack. Okay, alles Danke, Herr klar, Friesi. kein Problem. Ich verabschiede mich dann. Entschuldigung, Ringele. Oh. Fritzl, warte mal. Ja. Wir müssen noch mal wegen dem Stall. Was ist denn da jetzt? Ach so, wir würden den wohl nehmen. Aber nicht mit den ganzen Kühen. Weil das kriegen wir nicht gestemmt. 650.000 insgesamt. Ach Kriegst du nicht genau. hin? Oh, das muss ich. Ja, doch, kriege ich hin. Aber ich muss Aber die ehrlich Kühe gesagt. sind halt ausgewachsen und geben Milch. Jetzt wäre schade, Ja. die. Ich weiß, aber ich muss Geld sparen. Der Hofumbau steht an und das kostet alles Geld und
Ja, da kannst du auch, kannst ja zu mir kommen, wenn es dann am Ende nicht reicht, der Kredit oder so. Was, echt? Ah, klar, warum denn nicht? Gut, dann spreche ich das gleich nochmal eben kurz ab. Ich würde mich gleich bei dir melden. Alles klar. Gut. Okay, alles klar, Ringele. Jo, ciao. Hi, Ole. Hallo. Wie geht's dir? Oh, läuft, ne? Wie war die Nacht alleine ohne mich? Oh, grausam. Hast mich vermisst, ne? Ja. Die Gummipuppe müssen wir mal ausspülen, nochmal. Das ist mir so zu Gebrauch zurückgegeben, das ist eine Sauerei. Ich hab die umgedreht, ist alles auf dem Teppich. Ole. Ja, du. Soll ich sagen? Danach heißt wieder ich wert gewesen. Da warst du doch auch. Ja, nee, die, ja, ich hab die Puppe gedreht, ja. Ja, warum drehst du die denn um? Ja, die wirst du von der Couch, da soll ich ja schlafen. Nicht die Puppe. Ja, und dann sowas, ja. Na gut, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das Scheiße ist das, ja. Ja gut, kannst jetzt machen nichts, ne? Nee, jetzt brauche ich einen neuen Teppich. Ja. Aber wenn es eh eine ganze neue Bude gibt, dann ist mir egal. Naja, es gibt eine ganz neue Bude, mach dir mal keine Sorgen. Dann kannst du die Puppe mitverkaufen, ist mir egal. Dann kann die auch weg. Ja, wenn du das sagst. Machen wir so. Und hast du mit deiner Frau schon. Ja, die Bude hast du schon geguckt oder was? Ja, wir bauen neu. Okay. So, passt. Unterkellert oder? Ja, sicher unterkellert. Ole, mit Kinoraum, alles drum und dran. Ah, ich dachte, dass du mein Zimmer hinkommen im Keller. Nee. So als Art Kellergeist vielleicht. Nee, nee. Du kriegst ein schönes belichtetes Zimmer oben mit in der ersten Etage. Nobel geht die Welt zugrunde. Das sag ich ja. Na denn? Da sind wir mal gespannt. Wer macht das denn? Unser Bauhof hier? Ja, so ja. Ach Gott. Meinst du, ich erlebe das dann noch? Ich hoffe es. Ich hoffe, weiß schon, dass ich bei Zeiten in Renten gehen werde. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich krieg das noch mit. Ja, das kann auch sein, dass das auch nichts wird. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, wir werden sehen, ne? Du hattest schon Schweine verkauft, ne? Habe ich vorhin mitbekommen. Ja, die männlichen sind alle weg, bis auf die zwei, die heißen noch anders. Ich weiß jetzt den Namen nicht, das siehst du, wenn du reinkommst. Das sind unsere Zuchteber. Alles klar. Der Rest ist alles weg. Also haben wir jetzt nur noch weibliche da drin. Sind nur noch weibliche und plus die zwei Zuchtgeber, genau. Alles klar. Müsste eigentlich jetzt passen. Aber die kommen natürlich auch nach, ne? Müssen von Seite zu Seite wieder. Ja, ja, klar. Ich habe den Trailer und den roten Ladetrailer. Die stehen beide hinten beim Schafstall. Ich mache ja mit dem Trailer hinten. Ich habe ja zwei Anhänger hier. Und zwei Ladewagen. Mit lang. Ja. Ich bin am überlegen, den 7er Deutz wegzugeben. Den schwarzen. Ja, den schwarzen. Und dafür ein New Holland mit Frontlader zu holen. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Dann müssen wir nur gucken, Nummer, dass der Pflegebereifung hat. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen mehr Dampf, oder? Ja, genau, ein bisschen mehr Dampf und... Ich meine, wir fahren die ganze Zeit hier durch, seit Tag A1, ne? Genau. Ein bisschen Abwechslung reinbringen ist ja auch nicht so schlecht. Solange kein Fan ist, der bringt Nata schon genug mit. Aber ich kann sagen, Fans haben wir genug. Und der hat der Stecher, das lang. Ja. Lars haben auch zwei Stück. Ich bin auch überlegen, den 9er Deutz mal auszutauschen. Mit dem fahre ich auch schon seit Ewigkeiten rum. Da auch vielleicht mal was Neues ranzuholen, nur ich bin nicht... Ich will mal überlegen, mir ein Glas zu holen dafür. Und da wird doch schon ganz schön einer sein mit Dampf. Für den 9er zu ersetzen. Ja. Da werden wir schon was hinkriegen. Vielleicht noch einen zweiten Xerion oder so. Ja gut, das können wir überlegen vielleicht, ja. Aber erstmal zahlen wir alles ab, also. Ja. Das stimmt. Die Umbaukosten, die werden uns ziemlich
Weißt du schon, wie viel das ungefähr ist? Also das hat, das mein Haus allein wird schon um die knapp 700.000 bis 800.000 kosten. Oh. Dann kommt die BGA dazu, wir bekommen Klärwerk, wir bekommen neue Hallen, neue Schweineställe, Kuhställe, das wird eine Hausnummer. Dann kommt der Stecher dazu, die Lift kommt dazu mit ihrem Pferdestall. Also ich glaube, selbst wenn wir ab jetzt sparen, werden wir es nicht hinkriegen zu bezahlen. Ja, aber einschlafen ist sicher, nee. Das wird ja dann auch finanzierbar sein, oder? Über die Stadt oder so. Ich hoffe es. Du meinst die BGA. Also das ist ja zum Vorteil der Stadt. Da müssen wir zumindest Subventionen kriegen, sag ich mal. Würde ich mal sagen, oder? Ich weiß nicht. Wir haben mit der Stadt vorher nicht drüber gesprochen. Ich habe das alles so in Eigenregie gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob die dann nachher sagen, ja gut, komm, wir helfen oder wir helfen nicht. Ja, dann kannst du ja mal dem Dings beim Bier mal fragen, wie das aussieht. BGA, Verbesserung, Symbole des Stroms und weniger Abgase, weißt du, Geier, was die halt eben hören wollen. Werden wir schon was hinkriegen. Ja, mach ich auch mal. Na gut, außer die Reserven, aber das wird doch nicht lang, wie der Stecher da angewiesen hat. Das wird doch nicht lang. Na. Achso, ich habe den Mist von den Kühen, hatte ich eben mal ein bisschen leer auf, den habe ich ins Silo gepackt, also ist nicht weg. Ja, das ist gut. Silo. Da kann man schneller laden, wenn man braucht. Das ist richtig, das ist gut gemacht, ja. Ich kümmere mich mal eben wieder um die Tiere, immer die mal wieder so halbwegs voll. Ja. Also ich kann ja erstmal gucken, wie viele Kühe haben wir denn. Ach, ich habe mit dem Ringele gesprochen. Der will unten für seinen Kuhstall will er knapp 700.000 haben. Hoho. Mit allem drum und dran, Kühe, alles. Oh, Freck. Wie viel hat er denn drin da? Ich weiß nicht, irgendwas knapp an die 100. Ja, selbst wenn der Preis günstig wäre, ich glaube, das ist eine Hausnummer, die wir im Winter locker schaffen, aber im Sommer nicht mehr. Warte mal, der Faul ist gerade hier am Hof. Hallo? Hallo. Was denn jetzt? Steigen wir ein? Steigen wir aus? Wir können ruhig einsteigen. Dann lass mal einsteigen. Ich muss arbeiten. Dann arbeiten wir weiter. Wie kann ich helfen? Ich halte sie nur ein bisschen auf. Ah, das ist gut. Wie kann ich helfen? Allgemeine Umfrage der Spezion. Der Spezion Schlag. So. Mein Chef schickt mich, um die Kundenzufriedenheit beurteilen zu lassen. Ja. Ich habe hier so einen schönen Fragebogen. Sie können bewerten 1 bis 10, was gut und was schlecht ist. Das suche ich mir am Ende dann aus, wie es ja halt besser passt. Alles klar. So. Wie zufrieden sind Sie mit den Mitarbeitern der Spedition? 1 ist gut oder schlecht, oder was ist das? Beurteilen Sie einfach, ich suche mir es aus. Also ich bin eigentlich bis jetzt sehr zufrieden. Also 10. Gut. Möchten Sie Lebkuchen? Ich habe hier noch ein bisschen was übrig vom letzten oder vorletzten Jahr. Nee, danke. Schade. Okay. Wie beurteilen Sie die Geschwindigkeit der Lieferung? Eigentlich recht zügig. Wenn man anruft, ist sofort alles da, ja. Also können wir uns mal Zeit lassen. Okay. 10 Punkte. Okay. Wie bewerten Sie es preislich? Ist der Preis so in Ordnung? Nee, der Preis ist einfach zu überzogen. Also, zufrieden. Nee, bin ich nicht mit zufrieden. Ach, egal. Können Sie mir ein Beispiel geben, wo Sie es überzogen finden? Ja, ich finde das überzogen, dass es 10% fürs Hin- und Herfahren nimmt, wenn wir zum Beispiel Wolle oder was verkaufen. Das ist eine Spedition. Wenn nimmt sie für eine Fahrt 1.000 und dann wird das 6-mal hin und her gefahren, dann kriegt er 6.000 oder lässt es bleiben. Aber an eine Gewinn... Recht, 50-20%. Aber an eine Gewinnbeteiligung von irgendwelche Firmen sich zu beteiligen, finde ich ehrlich gesagt nicht so berauschend. Ja, gut. Also 10, volle Punktzahl. Gut, was halten Sie von Öffnungszeiten der Spedition? Oder welche Öffnungszeiten würden Ihnen denn passen, ohne Ihren Betriebsablauf extrem zu stören? 24-7 Aufnahmen. Also so von 7 bis 8 Uhr. Gut, perfekt.
Also, ich merke, Sie sind rundum zufrieden. Harry! wenn das so ist. Ja, also Spezion, Schlag und Faul freuen sich, wieder von Ihnen zu hören. Und wir liefern Ihnen gerne weiterhin kostengünstig die Wolle. Ja, du, sag mal, bist du, darfst du Leute trauen? Inwiefern darf ich Leute trauen? Trauen, also bei einer Hochzeit, da darfst du die vermählen. Ja, ja. Wir können ja, dürfen sicherlich auch, das kriegen wir hin. Okay. Das kriegen wir hin, da, ja, ist kein Problem. Na, gut zu wissen. Wenn nicht du willst. Ja doch, ich heirate und wenn alles passt, würde ich vielleicht dich als Dingsbums dann nehmen, weißt du? Ja, also ich bin sehr viel sehr der Dingsbums. Das ist gut zu wissen. Ja, das passt, das kriegen wir hin. Gut. Ja. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Den Lebkuchen lasse ich Ihnen mal hier. Der ist schon hart. Der schmeckt mir nicht unbedingt. Das glaube ich wohl. So, bitte? Das glaube ich dir wohl. Ja, also. Ja, wenn du probieren solltest. Nee, ich glaube nicht. Der geht gleich so in die Tonne. Wir müssen mit den Zähnen aufpassen. Ja. Na gut, hier. Dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und. Ja, bleiben Sie wohl. Ja, alles klar. Ja. Bis dann. Faul, mach's gut, ne? Jo. Faul. Ja. Da ist ja aber was aufgefallen. Hier steht ja Schlagtransporte. Warum steht da nicht Faultransporte? Ja, ich muss da noch ein Edding kaufen. Das werden wir noch korrigieren. Okay. Faule Schlagtransporte. Ja, gut, alles klar. Hey, vielen Dank für die Info. Habe ich schon gerade vergessen, dass ich einkaufen wollte. Alles klar. Uiuiui. So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, heute Abend Livestream 20 Uhr.